Hi Leute! Ja, wie ihr wisst, laufen wir aktuell unsere Reisevorbereitung richtig auf Hochtouren. Und so passiert eigentlich jeden Tag irgendein krasses Highlight oder irgendein Schritt hin zu unserer Weltreise. Und heute ist für den Chris ein ganz, ganz besonderer Tag. Und deswegen werde ich ihn heute auch von der Arbeit abholen. Denn Chris hat heute auch endlich seinen letzten Arbeitstag. Ich hatte meinen ja schon vor 2 Monaten gehabt und das ist natürlich ein krasses Gefühl. Und wir wollen euch in diesem Video einfach so ein bisschen teilhaben lassen, wie das so ist, zu wissen, dass man das letzte Mal zur Arbeit gehen wird, wie sich das so anfühlt. So, jetzt müssen wir noch kurz auf Chris warten, der hat noch nicht Feierabend, ich bin ein bisschen zu früh dran. Aber ich kann euch ja mal, während wir warten, ein bisschen von meinem letzten Arbeitstag erzählen. Der ist ja schon ein bisschen länger her, ich habe schon vor 2 Monaten sozusagen gekündigt, habe dann erstmal meinen Resturlaub noch genommen und bin jetzt sozusagen seit 1 Monat arbeitslos quasi. Ja, und der 12. Juni war mein letzter Arbeitstag, genau. Ja, und es ist natürlich schon ein krasses Gefühl, ne, so sein unbefristetes Arbeitsverhältnis zu kündigen, ganz klar. Das macht man nicht so alle Tage, könnt ihr euch vorstellen. Oder ich weiß nicht, ob ihr euch vorstellen könnt, wie sich das anfühlt. Es ist so echt so ein Gefühlemix. Einerseits ein extrem befreiendes Gefühl, wenn man schon lange darauf wartet irgendwie. Andererseits ist es auch extrem traurig so. Also auf jeden Fall ist es extrem emotional, sag ich mal so. Und ich habe auf dem Weg zur Arbeit an meinem letzten Tag mal so ein bisschen meine Gedanken gefilmt. Das kann ich euch ja jetzt mal zeigen, weil Chris braucht noch ein bisschen. So Leute, ich kann es gar nicht glauben, aber es ist echt so weit, dass ich jetzt das letzte Mal für sehr, sehr lange Zeit zur Arbeit fahren werde. Es ist der Wahnsinn. Ich habe gestern meinen Abschied auf der Arbeit gefeiert. War richtig emotional. Und ja, heute fahre ich das letzte Mal hin. Ausnahmsweise mit dem Auto, sonst fahre ich immer mit der Bahn. Aber heute mal mit dem Auto, weil ich ja einfach viel Sachen mitnehmen muss, was man so ansammelt im Büro. Und oh Gott, ganz mulmiges Gefühl, ganz komisch, Freude, bisschen Wehmut natürlich auch. Ja, komisch. Also, da kamen so viele Kollegen zu meinem Abschied und haben ganz liebe Worte gefunden und auch ganz tolle Sachen einfach gesagt und viele Geschenke gekriegt. Also, hat einfach gezeigt, dass man nicht einfach so weg ist, sondern dass man halt vermisst wird. Arbeit auch ist, ne? Wirklich. Und wie doll man sich auch diesen Tag herbeisehnt, das letzte Mal zur Arbeit zu gehen. Aber trotzdem ist das echt so ein krasser Schritt irgendwie. Voll heftig. Hätte ich nicht gedacht. Hätte ich echt nicht gedacht, dass einem das so mitnimmt. Ja, aber wie gesagt, ist auch cool. Ich weiß, das läuft ja alles weiter. Ich komme ohne mich klar. Das ist auch gut. Ja, es ist einfach ein geiles Gefühl, jetzt Zeit zu haben für mich selber, für unser Projekt, für unser Leben einfach so. Mal ohne Arbeit, also ohne stressige Arbeit. So gern ich eigentlich auch dahin gegangen bin, muss ich echt sagen. Also ist mir gestern auch nochmal so bewusst geworden, wie gut ich es da eigentlich habe für Arbeit und wie geile Kollegen ich einfach auch habe. Wirklich. Also ich gehe, wie man so schön sagt, wirklich mit einem lachenden und einem weinenden Auge. Ja, kann man echt so sagen. Ich werde heute nochmal so durchs Werk gehen und mir alles angucken und einprägen. Ja,
war es das. Dann fahre ich nach Hause. Heute ist natürlich auch der geilste Sommertag überhaupt. Heute soll 30 Grad werden, ne? Passt. Ist einfach so, passt. Wirklich. Ich habe ja schon gesagt, das ist ein ganz, ganz krasses Gefühl. Jetzt sehe ich schon das Berg hier neben mir. Heftiger Schritt so. Also, man denkt das irgendwie gar nicht. Ich habe so gedacht, ach, eine Kündigung oder ne, meine Freistellung, sagen wir es mal so. Meine Freistellung, ach, das ist das kleinste Übel, ne? Das kleinste Problem bei der ganzen Reisevorbereitung und so weiter und so fort. Aber es ist echt ein Schritt so. Ich war hier jetzt 4 Jahre und habe, also eigentlich sind es ja nur 4 Jahre, aber ich habe einfach das als so intensive Zeit erlebt. Jetzt fahre ich wirklich das letzte Mal hier rein. Wie gesagt, sonst komme ich hier immer direkt von der Bahn und muss keinen Parkplatz suchen. Heute habe ich halt das Problem, einen scheiß Parkplatz zu suchen. Und da ich schon wieder so spät dran bin, natürlich auch an meinem letzten Tag so spät dran bin, wird das jetzt noch ein Krampf, einen Parkplatz zu suchen. So, ich gehe jetzt rein und rock hier meinen letzten Tag. Das ist der Plan. Ja, und so war das am letzten Tag. Also wirklich emotional. Ja, und jetzt müssen wir mal gucken, dass der Chris endlich Feierabend hat. Ja, es sieht irgendwie gut aus. Das Licht ist auf jeden Fall schon mal aus. Okay, da kommt er. Mal gucken, was er sagt. Ob er überhaupt schon irgendwas sagen kann oder ob er noch geflasht ist. Mal gucken. Na du! Wie sieht's aus? Gut. Feierabend. Und? Ja, war bis eben. Komm ein bisschen noch, näher. War bis eben noch ganz schön stressig. Ist halt Montag und naja, jetzt gehen wir noch schön Cocktails trinken mit den Kollegen. Ich gebe natürlich aus, so zum Abschied. Haben heute beim veganen Bringdienst natürlich bestellt. Cool. Ja, und das wollen die auch beibehalten, diese Tradition. Ach. Chai Express. Ja, aber wie hat es sich angefühlt? Wie war das jetzt heute so? Oder war ein Tag wie immer? Nee, war irgendwie schon komisch, wenn man dann weiß irgendwie, ja, ich erinnere mich halt noch so, wo ich da angefangen habe, so am ersten Tag, wie das war. Und jetzt ist schon wieder so weit, dass ich gehe. Also so, ging schon relativ schnell, ne? Und ist auch schon traurig gewesen. Vorhin haben wir dann nochmal nach dem Essen sozusagen, habe ich nochmal ein Dankeschön bekommen halt. Und ja, das war richtig rührend auch. Ne? Hast du geweint? Also, nee. Ich musste weinen. Und das war aber schon sehr bewegend auch. Ne? Also war, ja, war gut. Checkst du schon, dass das jetzt dein letzter Tag war? Dass du da nicht mehr arbeiten musst? Nee, das dauert, ne? Also das muss man erstmal jetzt verarbeiten. Das kommt dann mit der Zeit, denke ich mal. Also ja, das muss man erstmal realisieren. Das dauert noch einen Moment, das muss erstmal sacken. Jetzt gehen wir jetzt mal nochmal was trinken zusammen. Das ist ja nochmal so freudig. Und, aber ja. Heute Morgen hast du auch schon was aufgenommen. Ja, stimmt. Genau, heute Morgen habe ich auf dem Weg zur Arbeit schon mal ein paar Gedanken dazu aufgenommen. Und ja, genau, die zeigen wir euch jetzt mal. Ich befinde mich jetzt gerade hier auf dem Weg zu meinem letzten Arbeitstag und habe da auch ein bisschen gemischte Gefühle zu. Ja, ihr seht ja, ich gehe ja hier immer schön am Kanal lang. Das finde ich immer ganz angenehm, gerade morgens erstmal ein bisschen Ruhe zu haben auch. Und ja, zum letzten Arbeitstag. Ich habe einerseits freue ich mich auf jeden Fall, dass es jetzt endlich weitergeht, also so ein Start in ein neues Leben und nicht mehr als Angestellter zu arbeiten. Und andererseits macht mich das auch ein bisschen traurig, weil ich jetzt gerade einen richtig, richtig tollen Arbeitsplatz gefunden hatte. Den habe ich erst seit 8 Monaten. Wo es mir persönlich richtig gut geht, wo es mir richtig gut gefällt, wo ich wirklich gerne zur Arbeit hingehe, wo ich ja richtig positives Feedback und Anerkennung bekomme für das, was ich tue. Und ja, von daher ist es halt wirklich wiederum schwierig. Und da macht es mir das Leben auch nicht leicht,
sage ich mal. Aber das mit der Weltreise, das steht ja schon viel, viel länger fest. Und das war auch von vornherein klar, das habe ich meinem Arbeitgeber auch gesagt, dass ich jetzt im Oktober dann auf Weltreise gehen möchte und nur bis September bleibe. Naja, und findet er natürlich jetzt auch nicht so gut, weil wir wirklich gut zusammenpassen und das ist wunderbar. Aber ich denke mir immer, das ist besser so, als wenn ich jetzt zum Beispiel so im Schlechten gehe. Das hatte ich jetzt bei ein paar Arbeitgebern vorher. Und wenn das so im Schlechten auseinandergeht und mit so viel Wut oder Groll oder einfach so richtig schlecht, dass man einfach froh ist, oh, endlich da raus zu sein und das hinzuschmeißen oder irgendwie so richtig negativ belastet und dann auf eine Weltreise zu starten, dann hätte ich immer im Hinterkopf, das wäre wie eine Art Flucht gewesen oder so. Und darum ist es so eigentlich viel, viel besser, dass ich so wirklich in einem Guten gehe und es mir schwerfällt zu gehen und auch dem Arbeitgeber das schwerfällt, mich gehen zu lassen. Das ist ein viel, viel besseres Gefühl dann. Ne? Ja, ich mache mich jetzt erstmal auf den Weg und bin mal gespannt, was der Tag dann heute so bringt. Ja, das waren jetzt so meine Eindrücke von meinem letzten Arbeitstag und meine Gedanken dazu. Und das ist halt auch wirklich befreiend jetzt einfach, auch wenn die Arbeitsverhältnisse, die wir beide hatten, gut waren und wir da jetzt nicht gelitten haben drunter. Aber trotzdem ist es ein befreiendes Gefühl, jetzt zu wissen, dass wir einfach Vollzeit Zeit haben für das, was wir gerne machen möchten und was wir lieben und wirklich die Zeit zur Verfügung haben. Und das nicht immer alles zwischen Tür und Angel erledigen müssen. Genau. Ja, und wieso wir jetzt überhaupt unsere Jobs gekündigt haben, obwohl sie uns gefallen haben, und warum wir auch theoretisch in unsere Jobs zurückkommen könnten, wenn wir wollten. Ja, was es vielleicht sonst so für Ausstiegsmodelle gibt bei verschiedenen Arbeitgebern, warum für uns Arbeiten, angestellte Arbeit nicht alles ist im Leben. So all diese Themen rund ums Thema Job und Kündigen und so weiter und so fort, das wollen wir euch gerne im nächsten Video verraten. Haben nämlich schon ganz viele von euch nachgefragt. Deswegen bleibt gerne dran, schaut nächstes Mal gerne wieder rein. Ja, und wenn es sonst noch irgendwie Fragen rund um dieses Thema gibt, gerne mal stellen, auch wenn es zur Reisevorbereitung generell ist, weil dann können wir in den nächsten Videos einfach drauf eingehen und euch das so ein bisschen beantworten. Also, danke fürs Zuschauen, ihr Lieben. Wir sind bald weg.